Es ist soweit, liebe Leute. Wir haben die Spoiler zu One Piece Kapitel 1105. Und es sieht so aus, dass wirklich die Blackbeard-Piraten jetzt auf Egghead sind. Es klingt wie ein Scherz. Es sind auch noch nicht so viele Spoiler raus. Ein paar unconfirmte, ein paar confirmte. Viel Verwirrung. Ich selber bin einfach maximal hyped, denn der Egghead-Vorfall rückt immer näher. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal vorweg, ich bin ein bisschen heiser, ich bin krank, aber das sollte hier meine Stimme noch mitmachen. So, die Spoiler, ich habe sie verlinkt in der Videobeschreibung. Es gibt wieder bestätigte Spoiler, die von Scotch Informer gepostet wurden. Das ist wirklich ein kredibiler Leaker, sag ich mal, der mit Redon so immer eins ist. Also die sind schon sehr kredibil, deswegen das wird stimmen. Dann kursieren aber noch andere Spoiler rum im Internet, wo ich auch mir vorstellen kann, dass sie stimmen, weil sie halt dazu sehr gut passen. Also, One Piece Chapter 1105 soll den Titel The Peak of Stupidity, also die Spitze des Eisbergs, die Spitze der Dummheit so mäßig tragen. Und wir wissen jetzt, wo Ruffy ist. Er soll neben dieser Foodmaschine sein, die letzte Anime-Folge zu sehen war, die echtes Essen produzieren kann von Vegapunk, diese Essensmaschine. Da soll er hingeschleudert worden sein. In anderen Spoilern hieß es, durch diesen Kuma-Vorfall, dass Kuma da war, gab es so eine Explosion, Steinbrocken und alles. Da wurde Ruffy einfach weggeschleudert von und ist dann davor gelandet. Kizaru zerstört die Maschine. Diese Vakuumrakete, die in diesen komischen Röhren da längs schießt, um schnell von A nach B zu kommen. Kizaru macht die einfach kaputt, die Wege so. Das hat er ja auch schon versucht, immer so diese Transportmöglichkeiten zu stoppen dort auf Egghead. Und genauso macht Kizaru das hier wieder. Er kann nämlich wieder kämpfen. Hat der letzte Chapter auch schon getan. Weil sie wollen ja mit dieser Röhre zu dieser Labo-Face kommen und dort dann flüchten. Und wir sehen halt aus vielen Perspektiven in diesem Chapter die Sicht. In den unbestätigten Spoilern hieß es noch, Kizaru kämpft gegen die Strohhüte. Und das macht ja auch so ein bisschen Sinn, dass er noch gegen weitere Strohhüte immer mal wieder hier und da kämpft. Gerade Sanji, die Hinweise wurden auch wieder gepostet von Reed und man kennt es immer auf Twitter und so. Irgendwelche Hinweise so, dass Sanji eventuell gegen Kizaru kämpfen könnte. Nochmal ein Clash. Macht auch Sinn. So, und wir kommen jetzt mal zum Ende des Chapters direkt. So, ich werde gleich nochmal euch sagen, was ich noch für unbestätigte Spoiler habe, die noch so ein bisschen im Chapter auf Egghead geben. Am Ende wird aber ein Marineschiff zerstört. Es wurde ja ein Buster Call angeordnet und ein Marineschiff wird zerstört. Und zwar nicht von den Strohhüten, niemanden auf Egghead so, niemand hat das Schiff angegriffen. Es ist einfach von jemand anderes zerstört worden. Dieses Schiff, was zerstört wurde, war dafür da, um die ganzen Wissenschaftler auf Egghead zu evakuieren, in Sicherheit zu bringen. Deswegen kann es jetzt auch nicht irgendwie jemand sein, der aus Versehen oder irgendwie einen Kollateralschaden gemacht hat und da aus Versehen Marine. Das ist ein geplanter Angriff auf das Marineschiff gewesen von einer Unknown Party, von einer Gruppe, die man noch nicht zuordnen kann hier in diesem Chapter. Dann ruft aber einer der Marinesoldaten per Teleschnecke Admiral Kizaru und sagt, sie segeln nach Egghead, diese unbekannte Gruppe. Und das soll mehr oder weniger das Ende sein. So, in den unbestätigten Spoilern heißt es, die Blackbeard-Piraten sind da. Katharina Devon und Raffet sollen wohl auf Egghead sein. Und das ist jetzt unbestätigt, deswegen das wirklich mit Vorsicht zu betrachten. Und sie sollen Nami und Lysop gefesselt haben, gefangen genommen haben. Aber auch Lilith und Stussy, also von sämtlichen Parteien, einfach die Leute gefesselt. Und da frage ich mich schon, ist das wirklich so möglich? Könnte Stussy und Raffet die beiden alleine schon, weil, Leute, ihr dürft nicht vergessen, es war ein Blackbeard-Piratenschiff schon auf Egghead und wir haben nichts mehr darüber gesehen. Ich selber, ich rede euch immer damit voll. Jedes Chapter-Stream sage ich irgendwie, wo ist das Blackbeard-Piratenschiff, was ist damit los? Und das wäre jetzt vielleicht der Moment. Und jetzt wird ein Marineschiff zerstört, welches die Wissenschaftler evakuieren sollte. Und ich habe noch in den unbestätigten Spoilern, dass Katharina Devon und Raffet sagen, der Captain wird bald ankommen und er wird uns den Weg frei machen. Und das macht ja hier gerade auch Sinn in den bestätigten Spoilern, dass irgendjemand gerade die Schiffe wegbombardiert und den Weg frei macht. Und das könnte eventuell wirklich Blackbeard sein. Mit der Truppe vielleicht, mit denen er auch gegen Law gekämpft hat, mit Jesus Burgess, Van Ogre, Doc Q. Mit der Truppe ist er dann ja vielleicht noch jetzt gerade unterwegs und er ist vielleicht nicht erstmal zu Beehive gegangen, wo er auch mit Garp und so die ganze Action war, sondern vielleicht holt er da seine Leute ab und sichert einfach deren Entkommen von Katharina Devon und Raffet, die ja da waren. Wir haben ja da ein Schiff gesehen, das ist ja bestätigt, das haben wir gesehen. Ich frage mich nur wirklich, haben sie da jetzt Geiseln mitgenommen und werden sie jetzt dort flüchten von Egghead mit Blackbeard, dass Blackbeard sozusagen jetzt nur den Weg frei macht für die, dass die abhauen, weil es da gerade wirklich ein bisschen zu heiß ist und die nichts riskieren wollen? Oder will Blackbeard wirklich noch irgendwas von Egghead? Will er sich noch Vegapunk schnappen? Will er sich vielleicht irgendeine Teufelsfrucht schnappen? Sei es vielleicht die von Saturn oder die von Ruffy, weil er den Steckbrief gesehen hat in Gear 5? Will er sich Robin schnappen, die wir auch schon ewig nicht gesehen haben, die vielleicht die Road-Pornoglyphen entschlüsseln kann? Die will er entschlüsseln, weil er hat jetzt 3 Road-Pornoglyphen-Kopien von Law sich gegrabt. Das könnte auch sein. Also es macht schon sehr Sinn, dass Blackbeard höchstpersönlich vielleicht jetzt sogar da ist, weil die Insel, wo Law den Vorfall hatte, den Kampf gegen ihn, die ist ja nicht so weit weg. Die sind ja alle 3, Kid, Law und Ruffy von Wano losgesegelt und sind dann alle auf ihrer Insel angekommen. Deswegen ist theoretisch Laws Insel ja nicht so weit entfernt von Egghead. Und deswegen
Deswegen könnte Blackbeard auch geografisch jetzt relativ schnell da sein. Und wer soll denn diese Unknown Party sein? In den Spoilern hieß es noch auf Twitter schon wieder, aber das sind nochmal unbestätigtere Spoiler als eh schon. Das Fass wollte ich eigentlich nicht aufmachen, aber dass Dragon eventuell da sein soll. Viele glauben das ja immer noch, aber ich glaube nicht an Dragon. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch, dass Dragon oder die Revus da die Marine angreifen, die gerade nur die Wissenschaftler, die evakuierten Wissenschaftler von Egghead sozusagen evakuiert. Das würde Dragon ja nicht einfach bombardieren, so Unschuldige einfach da in Gefahr bringen. Deswegen, das würde nicht so passen. Dieses so auf Verluste scheißen und einfach diese unschuldigen Wissenschaftler, die gerade nur abhauen wollen und evakuiert werden von dem Marineschiff, die jetzt so in Gefahr zu bringen, umzubringen, vielleicht die Schiffe zu versenken, das ist eher so ein Blackbeard-Move. Moralisch einfach dreckig, so, wisst ihr? Deswegen passt das meiner Meinung nach sehr gut. Ich glaube persönlich auch, das könnte das sein. Ich frage mich, wie gesagt, nur wenn Blackbeard jetzt da auftaucht, wird er ein Teil vom Egghead-Vorfall oder wird er vielleicht nur wirklich Katharina Devon und Raffet mit den gefangenen Geiseln? Und da ist eh noch die Frage, sind Nami und Lysop wirklich gefangene Geiseln von denen? Wird er denen nur zur Flucht verhelfen oder wird Blackbeard da bleiben und noch irgendwas machen? Das ist die große Frage, die ich mich stelle. Wenn es jetzt wirklich so ist, wie es ist, wenn es die Blackbeard-Piraten sind, dann ist der Egghead-Island-Vorfall wirklich nicht zu predict. Da kann man noch so ein One-Piece-Theoretiker sein, Leute. Ich sag's euch, das Ausmaß oder wie es dann enden wird, das kann man nicht vorhersehen. Das ist unvorhersehbar. Gerade noch wegen Saturn, Kizaru, Ruffy in Gear 5, der antike Roboter, die Blackbeard-Piraten jetzt noch so. Und dann ist ja auch nicht auszuschließen, dass vielleicht noch ein Shanks auftaucht. So, das ist zwar jetzt auch wieder so dahergesagt, aber der wollte gerade aufbrechen. Dann hat der Kid noch an der Küste zerstört. Es könnte auch noch sein, dass jetzt Shanks auftaucht, Leute. Wie krass wäre das denn? Also ich bin maximal begeistert, alleine von den paar Spoilern, die wir haben. Und dass Ruffy sich weiterhin auflädt an der Food-Making-Machine, das ist auch geil, weil der wird dann wahrscheinlich auch bald hier in Gear 5 kämpfen. Und wie krass wäre das, wenn Ruffy in Gear 5 mit dem antiken Roboter gegen Saturn kämpft und Blackbeard oder so ist noch da und der ist Zeuge davon. Das wäre so krass. Ich kann mir das so schwer vorstellen, wie das Ganze da jetzt enden soll, weil es so unvorhersehbar ist. Es passiert so viel und die Blackbeard-Piraten wäre so für mich wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte. Und das würde auch passen zu Odas Aussage, dass er gesagt hat so, ihr werdet euch wundern, wer gegen wen kämpft, so, es wird ein All-Out-Battle-Royale, so. Und das erinnert mich, also wirklich, Leute, wenn jetzt wirklich Blackbeard da ist, Blackbeard höchstpersönlich sogar noch kommt, dann ist das Marineford-Ausmaß. Also, was, wir kriegen nie was, was dichter an Marineford rankommt, als das jetzt gerade. Beziehungsweise bis zum jetzigen Zeitpunkt. Es soll ja noch der große Krieg am Ende kommen. Und wenn dann noch Shanks auftaucht, also es klingt erstmal wie ein Scherz, es klingt wie Two-Piece, wie irgendein Fanfiction-Kram, was man gerade hier hört. Aber es ist wirklich jetzt wahr. Wer soll denn die Unknown Party sein, die unbekannte Gruppierung, die jetzt dort die Marineschiffe bombardiert und kommt? Parallel kämpft Kizaru noch gegen die Strohhüte wohl, macht er die Fluchtwege kaputt, so, also es wird immer aussichtsloser. Ruffy ist immer noch am Essen, so. Immerhin wissen wir jetzt, wo Ruffy ist. Letztes Chapter war Ruffy einfach verschwunden, so. Und wo die anderen Strohhüte sind, das war auch noch eine große Frage. Und das wäre hiermit ja auch fast schon beantwortet, so. Wenn wir wenigstens Nami und Lysop gefangen haben bei den Blackbeard-Piraten. Und wir wissen, in den nicht bestätigten Spoilern hieß es halt Katharina Devon und Raffet, die beiden sollen da sein. Und das würde auch sinnig sein, weil die beiden waren die einzigen Blackbeard-Piraten, die wir jetzt nicht bei den ganzen Geschehnissen gesehen haben, so. Blackbeard war mit seiner Crew, mit der Hälfte der Crew ja auf Winner's Island, hat dort gegen Law gekämpft, hat ihn besiegt, so. Und die andere Hälfte war ja auf Beehive, hat dort gekämpft gegen die Sword-Einheit, gegen Garp und so, hat dann letztendlich auch gewonnen. Die einzigen zwei, die gefehlt haben, waren Katharina Devon und Raffet, so. Und dass die zwei so eine kleine Infiltrationsmission dort machen auf Egghead, so, und vielleicht schon hier und da den einen Hebel umlegen, den einen Schalter umlegen und vielleicht die ein oder andere Person mitnehmen. Und es würde auch Sinn machen, dass sie vielleicht sogar Vegapunks mitnehmen. Erstmal aufgrund des Wissens, aufgrund vielleicht auch Erpressung, so, dass sie erpressen können mit der Weltregierung, dass ja auch noch das Ding, das Vorhaben von Blackbeard ist ja auch, dass seine Beehive-Insel, dieses Piratenparadies, ein anerkanntes Königreich wird, so. Und wenn er vielleicht jetzt Vegapunks noch hat, so, dann will die Weltregierung natürlich um jeden Preis, dass die zerstört werden, getötet werden, sonst was. Und damit könnte Blackbeard vielleicht locken, so. Ich gebe euch die raus, so, wenn ihr das zum Königreich macht, weil das Schlimmste für die Weltregierung ist, dass das Wissen, was Vegapunk hat, geteilt wird in der Welt. Deswegen wäre das auch irgendwo eine gute Erpressung. So, jetzt seid ihr gefragt, schreibt auch mal in die Kommentare. Ich mache safe nochmal ein detaillierteres Spoiler-Video. Ich hoffe, meine Stimme macht's mit und ich hoffe, wir kriegen nochmal die Full Summary, die volle Zusammenfassung diese Woche, weil es ist auch schon wieder im Umlauf, dass vielleicht keine Spoiler kommen sollen, noch, dass die Zusammenfassung vielleicht diese Woche nicht kommt. Wir werden es sehen, sobald wir mehr Infos haben. Und sobald es bestätigt ist mit Blackbeard und alles, Leute, und ich bin sehr gehypt darauf, werde ich euch natürlich direkt hier versorgen mit Infos. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute, haut rein, ciao, tschüss, euer Theo.